Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Mal versuche ich die Supernovae aus One Piece der Stärke nach einzuordnen. Natürlich ist auch das hier keine Liste, wo es exakt nach der Stärke geht. Also damit meine ich, dass die Liste nicht exakt so dargestellt ist, dass Platz 1 wirklich stärker ist als jeder andere. Denn Platz 1 hat zum Beispiel Schwächen, welche zum Beispiel Platz 4 ausnutzen könnte und somit dann gewinnen würde. Aber dennoch ist Platz 4 nicht so stark wie Platz 3 oder 2. Oder gleich stark und so weiter halt. Es ist halt komisch zu sortieren, das Ganze, aber ich habe versucht, das alles in eine logische Reihenfolge reinzubringen. Wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme hört, bin ich ein wenig erkältet. Ich war jetzt die letzten Tage ziemlich stark erkältet, aber ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu krass raus. Schreibt mir doch erstmal in den Kommentaren, wie ihr die Charaktere einordnen würdet. Dieses Skript ist schon seit dem 10.10. existent, doch musste ich noch auf den Club der Denker warten und alles bereden und, kommen wir einfach mal, glaube ich, zu der Liste. Platz 11. Capone. Mamma mia. Meines Erachtens nach ist der kleine Mafia-Boss der schwächste unter den Supernovae. Früher 138 Millionen Berry Kopfgeld und momentan hat er ein Kopfgeld von 300 Millionen Berry. Er hat die Festungsfrucht gegessen, was einem Gegner schnell in die Unterzahl bringt. Das bringt zwar einen guten Überraschungseffekt, jedoch sind die, die aus ihm rauskommen, wahrscheinlich auch nur Kanonenfutter. Im Moment hat er sich Big Mom angeschlossen und hat ein Kind mit Lolas Zwilling Choffin. Echt gutes Paar. Und vor allem süßes Baby. Naja, er besitzt wahrscheinlich nicht einmal Rüstungshaki, da Caesar erst runterkam, als er damit drohte, dass die Kugeln aus Seestein sind. Observationshaki scheint er jedoch zu haben, da er nämlich schon wusste, dass Caesar dort oben am Rumfliegen ist und die Sanji eigentlich ziemlich überrascht hat. Nach dem 2-Jahres-Skip hat er also nicht einmal wirklich besonders gutes Haki entwickelt, nur Observationshaki, und ist auch so noch ein ziemlich kleines Lichtlein der neuen Welt. Ob die Theorie, dass er Big Mom zu Fall bringt, stimmt, weiß ich leider nicht, also ich finde die ziemlich plausibel, und dass er ein ziemlich helles Köpfchen ist, das weiß jeder. Er ist selbst nicht stark, aber ein Mafia-Boss leitet alles in die Wege, das ist das, was ein Mafia-Boss kann, und das kann er wahrscheinlich auch ganz gut. Also, er ist selbst aber zu schwach, um besonders was auszurichten. Also, Platz 11, Capone. Platz 10, Bonnie. Der Vielfraß, welcher niemals dick wird, ist auf Platz 10. Nicht nur, dass diese Fähigkeit zu beneiden ist, und ja, das ist sie für den einen oder anderen Menschen sehr, so kann sie dank ihrer Teufelsfrucht auch Menschen jung und alt werden lassen. Man weiß leider noch nicht genau, wie ihre Teufelskraft funktioniert. Die Teufelskraft könnte extrem unfair sein, muss sie aber nicht. Dazu scheint sie recht schnell zu sein, da sie Zorro unterbrechen konnte, den Tenryubito aufzuschlitzen. Was ich wiederum schade finde. Naja, leider war ihr Weg in der neuen Welt nicht so von Erfolg gekrönt, da sie ziemlich schnell von Blackbeard und seiner Crew auseinandergenommen wurde. Und da sie ihre Kontakte in der Weltregierung hat, ist sie weiterhin auf freiem Fuß. Ihr Kopfgeld ist unverändert auf 140 Millionen Berry geblieben. Man weiß leider so ziemlich gar nichts über ihre Vorgehensweise im Kampf und ihre Frucht im Kampf und auch überhaupt nichts über ihr Haki. Also wie gesagt, die Frucht kann extrem unfair sein, weil sie hatte die ganze Marinesoldaten in einer ziemlich großen Distanz jung und alt werden lassen. Aber das kann sie halt auch schon früher gemacht haben, sie alle berührt haben oder so. Man weiß es halt nicht genau. Jedoch, von dem was wir gesehen haben, finde ich sie eigentlich besser als Capone, weswegen ich sie auch höher eingestuft habe. Platz 9, Killer. Der Vizekapitän von der Bande von Kid. Mit einem ehemaligen Kopfgeld von 162 Millionen und einem momentanen von 200 Millionen Berry. Der erste auf dieser Liste, welcher wohl keine Teufelskräfte besitzt. Er hat eigentlich einen ähnlichen Kampfstil wie Sanji. Also mit einer hohen Geschwindigkeit versucht er den Kampf schnell zu Ende zu bringen. Er ist schnell, wendig und mit seiner Waffe, welche sich schnell rotieren lässt, ist er extrem gefährlich im Nahkampf. Er scheint dazu der Taktiker der Bande und der Allianz zu sein. Man weiß leider noch nicht wirklich viel über seine Maskierung und, naja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Man weiß ungefähr, wie er kämpft und das reicht. Platz 8,
Scratchman Apu. Früheres Kopfgeld von 198 Millionen und nun 350 Millionen Berry. Bisher hat man auch noch nicht viel von ihm gesehen. Jedoch musste er am Anfang der neuen Welt vor größeren Wildschweinen weglaufen. Und bei denen hatte er eigentlich schon ziemlich große Probleme. Nun, dank seiner Teufelsfrucht kann er seine Körperteile zu Musikinstrumente umfunktionieren. Wenn er dann die richtigen Töne trifft, kann es ganz schnell zu Explosionen oder Hypnose kommen. Es ist wirklich schade, dass man nicht viel über die Supernoven bisher weiß. Allerdings ist auch hier der Fall, dass seine Teufelskraft entweder ziemlich overpowered ist oder ziemlich für den Arsch. Ersteres schätze ich aber eher ein. Vor allem aus einem Hinterhalt wäre die Frucht schon ziemlich gut. Zwar wäre es bis zu dem Boom ziemlich laut und offensichtlich, ja, schon klar, aber man ist eher verwirrt und denkt sich so, was ist das denn für ein Spasti, was macht der da? Und dann kommt der Boom und damit rechnet dann wohl keiner. In einem direkten 1 gegen 1 stelle ich es mir dann jedoch recht schwer vor. Platz 7, Basil Hawkins. Auch er hat sein ehemaliges Kopfgeld von 249 Millionen Berry auf mehr als 300 Millionen Berry bringen können. Nämlich hat er momentan 320 Millionen Berry Kopfgeld. Vor dem Timeskip das dritthöchste und im Moment das sechsthöchste Kopfgeld. Nun ja, mit seiner Voodoo-Fähigkeit kann er jeglichen Schaden, welcher er selbst erleidet, auf eine andere Person übertragen. Wahrscheinlich braucht er dafür Haare oder ähnliches von der Person und mischt diese dann mit seinen Puppen, welche dann natürlich, klar, in ihm sind. Ja. Wenn er getroffen wird, kommen die Puppen raus und welcher dann mit der Puppe gemeint ist, beziehungsweise welcher mit der Puppe in Kontakt steht, bekommt all den Schaden ab und Hawkins kommt heil raus. Eine Win-Win-Situation, wenn er schnell genug ist, eine Puppe aus dem Feind zu fertigen. Dazu kann er sich in eine große Vogelscheuche verwandeln mit Nägeln als quasi Krallen. Ob die Form noch mehr zu bieten hat, weiß man nicht. Bisher sah sie aber ziemlich langsam und sehr unnötig aus. Aber was sieht denn nicht langsam im Vergleich zu Kizaru the Hedgehog aus? Diese Puppenform bietet wahrscheinlich durch diese ganzen Strohlagen ein wenig mehr Schutz, aber bisher hat man da wirklich nicht viel gesehen. Oder diese Fähigkeit wird so extrem, dass die genauso ist wie die von Hidan. Also wenn er Blut vom Gegner hat, diese irgendwie in sich injiziert, beziehungsweise irgendetwas vom Körper vom Gegner hat, Haare oder sonst etwas, diese dann mit sich einbringt und dann er Schaden bekommt, sodass dann der Gegner Schaden bekommt, also das, was er in sich reingetan hat. Also quasi exakt dasselbe Prinzip von Hidan. Ich habe das jetzt vielleicht etwas umständlich beschrieben, aber jetzt gerade ohne Skript ist mir das eingefallen und das macht eigentlich ziemlich viel Sinn. Wenn es so wäre, wie es mit Hidan wäre, dann wäre die Frucht wirklich sehr stark. Aber das ist halt nur eine Theorie, wo man keinen wirklich festen Anhaltspunkt hat, da man ihn in dieser Form noch nie wirklich so kämpfen gesehen hat. Und diese Frucht hat natürlich noch einen Nachteil. Er hat nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Puppen bei sich. Ähnlich wie bei dem Izanagi von Danzo. Nur halt, dass dann noch welche sterben dabei und so. Platz 6. X-Drake. Früher war sein Kopf 222 Millionen Berry wert. Und nun noch immer 222 Millionen Berry. Nun ja, es ist mit Sicherheit noch gestiegen, jedoch hat man noch keine weiteren Daten bekommen, also hey, scheiß drauf. Der frühere Flottenadmiral kämpft mit einer Art Degenschwert und mit einem Kampfbeil. Er ist nicht nur sehr stark, sondern auch noch ziemlich schnell. Und er hat außerdem mindestens das Rüstungshaki, da er Karibu angreifen konnte. Momentan ein Mitglied von Kaidos Mannschaft. Doch mal sehen, was alles noch kommen wird. Und vielleicht haut er auch ähnlich wie bei der Marine von dort einfach ab, wenn es zu brenzlig wird. Dazu kommt natürlich noch seine Teufelsfrucht. Eine antike Zoanfrucht, welche ihn erlaubt, zu einem T-Rex zu werden. Eine antike Zoanfrucht, sie ist extrem selten, wie jede andere eigentlich auch, da es jede ja nur einmal gibt. Doch bevor ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, dass die Art der Frucht nur gemeint ist, ich weiß, dass nur die Art der Frucht gemeint ist, diese antike Zoanfrucht. Genau wie ich auch weiß, wie ihr schon mit der Maus auf Kommentieren wart und schon angefangen habt zu tippen. Ich habe euch im Auge. Nun, seine Frucht ist eigentlich streng genommen sehr extrem nutzlos. Ich kann mich mit keiner Zoanfrucht eigentlich anfreunden, außer mit der Phönixfrucht und der Buddhafrucht.
Meistens werden die nur langsamer. Ich weiß, dass sie dadurch mehr aushalten und sich auch schneller wieder regenerieren und auch mehr austeilen können. Dennoch finde ich die Frucht eher semi-gut. Sieht cool aus, war ein cooler Effekt für eine Sekunde, doch dann war es auch schon wieder und er lag auf dem Boden. Ja, super Frucht. Platz 5. Law. Einer der wohl beliebtesten Charaktere in der One Piece Welt, mit einem damaligen Kopfgeld von 200 Millionen, dann nach dem Skip 400 Millionen und nun 500 Millionen Berry. Dank seiner Teufelsfrucht kann er einen Raum erschaffen, in welchem er so ziemlich alles tun kann, was er möchte. Und trotz dass er eigentlich einen ziemlich overpowerten Raum hat, in dem er fast tun kann, was er möchte, hat er trotzdem sehr auf den Sack bekommen gegen Mingo. Nichtsdestotrotz hat er, um Samurai zu werden, paar hundert Herzen vom Piraten zur Marine gebracht. Ich frag mich noch immer, wie sie es so genau wussten. Es können ja auch einfach welche von Zivilisten gewesen sein. Ein Herz hat ja nicht einen Aufdruck des Namens auf sich oder so, aber das ist ein anderes Thema. Nun, er hat noch ein verfluchtes und nicht gelistetes Schwert. Ja, mehr gibt es über ihn nicht zu sagen. Er hat noch so seine Esse im Ärmel, so mit dem Gamma Knife und alles, aber im Grunde, ja, war es das schon. Er ist passabel mit dem Schwert, jedoch, ja, das war's mit ihm. Platz 4, Zorro. Zorro teilt sich kein Platz mit Ruffy, wieso denn das? Nun, dazu kommen wir, wenn wir bei Ruffy sind. Zorro ist der inoffizielle Vizekapitän der Bande, Schwertkämpfer und hat ein Kopfgeld von 320 Millionen Berry. Da ich aber nicht alles 100 Mal sagen möchte und mich immer und immer wieder nur wiederholen müsste, in der Beschreibung findet ihr einen Link, wo ich das Thema Ruffy gegen Zorro aufkläre und deren Stärken und Schwäche ziemlich gut aufzähle eigentlich. Also, das wäre das Beste, denke ich. Jeder kennt Zorro ja sehr gut, also von daher ist der Link auch nur für einen genaueren Blick ins Detail gedacht. Und nebenbei, Zorro ist mein Lieblingscharakter aus One Piece. Das heißt aber nicht, dass ich ihn anders behandle als jeden anderen auf irgendeiner Liste. Er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Ich kenne die Stärken, ich kenne die Schwächen. Also, warum sollte ich ihm einen Powerboost geben? Das macht für mich keinen Sinn. Aber kommen wir zu Platz 3. Platz 3. Justus, Captain Kid, der wohl brutalste Kämpfer der Supernovae, der Magneton der One Piece Welt mit 470 Millionen Berry Kopfgeld. Kid ist ein nicht zu unterschätzender Charakter, der auch über zivile Opfer locker hinwegsieht, beziehungsweise auch Zivilisten tötet, wenn sie ihn denn nerven. In der neuen Welt hat er, naja, ganz in Ordnung viel geschafft. Er konnte ein paar Inseln einnehmen, wenn man es so nennen kann. Er hat paar Schiffe von Big Mom zerstört. Und naja, so im Großen und Ganzen hat er noch einen Angriff gegen Shanks geplant, welches aber von Kaido verhindert wurde, da Kaido Kid ausgeschaltet hat und ihn nun anscheinend als Prügelknaben nutzt. Ja, guter Start in der neuen Welt, schlechte Weiterführung. Naja, Schwertkämpfer und Schützen haben eigentlich schon so gut wie verloren gegen ihn. Das ist wohl auch der Grund, warum er und seine Allianz gegen Big Mom und Kaido so auf den Arsch bekommen hat, aber sich dennoch so siegessicher Shanks gegenüber waren. Nun lösen wir mal das Geheimnis mit Zorro und Ruffy und kommen wir somit zu Platz Nummer 2. Platz 2, wer erwartet es jetzt nun? Genau, Ruffy. Wieso nicht Ruffy und Zorro? Ganz einfach. Zorro könnte nicht gegen Kid gewinnen. Es wäre einfach zu schwer, seine Schwerter noch bei sich zu behalten und damit vernünftige Schnitte durchzuführen, während man gegen Kid mit der Magnetfrucht kämpft. Ruffy und Zorro sind gleich stark, das befürworte ich und deswegen habe ich auch ein Video darüber gemacht. Allerdings hat es auch jetzt so in dieser Liste eine Ordnung, halt weil Kid die gut auseinanderhält. Zu Ruffy gibt es ja nicht wirklich mehr viel zu sagen. In dem Video habe ich auch schon den größten Teil gesagt, wenn ihr halt in der Beschreibung auf das Video klickt, dieses Ruffy vs. Zorro, da habe ich wirklich schon den größten Teil gesagt, aber jetzt nochmal in der Zusammenfassung, weil Ruffy hat zumindest noch ein bisschen was Neues bekommen. Allen Anschein nach ist er gegen Schwertkämpfer wie zum Beispiel Falken noch ein wenig im Nachteil, weil er kann halt noch geschnitten werden und er muss halt mit der bloßen Faust kämpfen. Das Haki schützt zwar aber nicht so gut, als würde es gegen zum Beispiel Falkenauge was bringen. Jedoch hat er sein Gear 4, welches wie erwartet mehrere Formen hat und bei seiner bisher gezeigten stärksten Form ist er fast komplett in dem Hardening eingehüllt. Ich weiß, es ist noch ein Stück frei ohne Hardening, aber beim Tankman ist es viel mehr als beim Bonesman.
Viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Der Tankman hält, wie der Name schon sagt, viel mehr aus, beziehungsweise leitet er die Kraft quasi um, um damit dann keinen wirklichen Schaden zu erleiden. Der Bounceman bezieht seine Kraft aus der Geschwindigkeit seiner Sprünge und des Zurückziehens seiner Faust und so weiter. Was da noch alles kommen wird, ist natürlich unbekannt, jedoch wird es wohl oder übel noch Muscle Man geben, aber wer weiß das schon. Es gibt noch einen Supernovae, der jetzt wahrscheinlich ziemlich in Vergessenheit geraten ist, oder auch nicht, er kam jetzt wieder bei der Big Mom Arc einmal zu sprechen. Ja, einer bleibt übrig, jetzt sollte es jeder wissen. Platz 1 geht an Urosh. Ja, seid ihr überrascht? Ja, jetzt nicht wirklich, weil ich das ja schon angekündigt habe und so weiter. Und er auch der Einzige ist, der übrig geblieben ist von den 11. Aber Urosh ist von dem, was man bisher gesehen hat, der stärkste Supernovae. Wieso komme ich darauf? Er hat zwar eines der geringsten Kopfgelder unter denen der schlimmsten Generation, er sieht nach nicht wirklich viel aus, neben seiner verfickten riesigen Muskeln und seiner verfickten riesigen Körpergröße. Also okay, ja gut, er sieht nach viel aus. Und weil er auch nach so viel aussieht, kann er auch genauso viel austeilen. Nämlich ist er verdammt stark. Deswegen ist er auch auf Platz 1. Alleine schon beim Zapaodi-Archipel vor dem Skip. Dort hat er alleine gegen einen Pazifister gekämpft, wogegen nur die ganze Strohbande gleichzeitig was tun konnte. Oder die Hardpirate mit den Kid-Piraten zusammen. Und nun in der neuen Welt. Auch hier war Urosh der Einzige, der es geschafft hat, was gegen einen Kaiser auszurichten. Kid und seine Allianz waren zwar kurz auf dem Territorium von Big Mom, doch sie wurden schnell wieder verhauen und rausgeworfen. Und gegen Kaido war es für die ja sowieso Sense, also da war ja wirklich, ha, nix. Urosh hingegen hat wieder alleine einen der 4 Kommandanten von Big Mom fertig gemacht und hat danach noch gegen Cracker gekämpft und konnte aus diesem Zauberwald fliehen, wo noch keiner in einem vernünftigen Kampf fliehen konnte. Jetzt sagt ihr euch natürlich, aber Ruffy konnte doch auch gegen Cracker gewinnen und konnte auch aus diesem scheiß Wald raus. Aber fragt euch mal, warum er aus dem Wald raus konnte und warum er überhaupt gegen Cracker gewinnen konnte. Ruffy konnte gegen Cracker nur dank Nami gewinnen, da sie die extrem harten Kekse mit ihrem Regen aufweichen ließ. Ohne dieses Aufweichen hätte Ruffy einfach keine Chance. Und ohne die Vivre-Card von Lola hätte Ruffy noch extrem weniger Chancen, da der Wald auch noch gegen ihn wäre. Und da würde Ruffy einfach gegen den ersten Kommandanten wirklich scheitern. Das muss man einfach mal angesprochen haben. Ja, der Tankman sah sehr vielversprechend aus, aber wenn er nichts kaputt machen kann, dann verliert er einfach nach einer Zeit. Urosh hingegen wurde immer unterschätzt. Und nun sagt ihr euch, ja super, Urosh konnte zwar in einem 1 gegen 1 einen Kommandanten besiegen, aber bei Cracker war ja schließlich auch Schluss und mit dem, Zauberwald. Aber auch hier ist das eine ganz andere Sache. Man weiß zwar nicht, wie stark der Kommandant ist, das ist klar, aber er hat gegen ihn komplett alleine gekämpft. Und er kriegt dann auch natürlich diese Superarmee plus Cracker auf den Hals. Plus diesen Zauberwald. Also er hatte diese komplette Armee dann vor sich. Cracker und dazu noch den Zauberwald. Das Erstaunliche daran ist, dass keiner seiner Crewmember dann verletzt war. Das ist natürlich dann ein Anhaltspunkt, dass er alleine gegen die alle gekämpft hat. Das wirklich Krasse dabei nun ist wirklich, dass er da mit seiner Crew wieder rauskam. Wie genau weiß man nicht, aber er kam da mit seiner Crew raus und seine Crew noch komplett heile. Er ist ein Mönch. Wie er seine Kräfte rausbezogen bekommt, weiß man nicht genau. Man denkt, je mehr Damage er bekommt, desto stärker wird er und desto stärker kann er auch zurückschlagen. Das kann sein. Jedoch ist er ein hoher Priester. Ein hoher Priester hat irgendwas mit Beten zu tun meistens. Ja, macht ja Sinn. Und da seine Mitglieder von der Bande nie im Kampf wirklich beteiligt sind, also nie Schaden erleiden, so denke ich, dass Urosh dann tatsächlich im Alleingang reingegangen ist und die Member irgendwo im Hintergrund für ihn gebetet haben und ihn somit stärker gemacht haben. Es kann so sein, es muss aber nicht, es ist nur etwas, was ich jetzt wieder nur im Gedanken jetzt aufgefasst habe. Urosh wurde bisher immer unterschätzt, aufgrund, dass das 1 gegen 1 überspielt wurde gegen den Pazifist, aufgrund seines Kopfgelds, aber wenn man den Fakten ins Auge sieht, sieht man, dass er im 1 gegen 1 einen Pazifister umhauen konnte und etwas gegen einen Kaiser in der neuen Welt ausrichten konnte. Sehr bald, also Anfang nächsten Jahres vielleicht, also ich denke noch im Januar, werde ich eine komplette Theorie über ihn rausbringen. Also komplett seine Vergangenheit, seine Fähigkeiten, einfach alles mal rund um Urosh irgendwie rausbringen, was seine Teufelsfrucht sein könnte, falls er eine hat und all sowas. Also darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. So Freunde, was haltet ihr von dieser Liste?
Und was sagt ihr dazu, dass Urosch auf dem ersten Platz ist? Ist das berechtigt? Ist das nicht berechtigt? Schreibt mir eure Liste unten in die Kommentare. Es wird noch eine Liste kommen, wenn man alles über jeden Supernoven weiß. Also was Bonnie wirklich kann, was Capone wirklich kann, ob das mit Hawkins Frucht tatsächlich mit der Voodoo-Puppenform da wirklich so wie mit Hidan ist und alles. Wenn man wirklich alles weiß, werde ich noch eine Liste machen und ja, mal schauen, wie die sich dann unterscheiden. Aber ja, das war es dann mal wieder von mir. Wir sehen uns dann mal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.